Es ist Mittwoch und damit willkommen zurück zu Baldur's Gate 3. Ich habe gerade ein längeres Gespräch mit dem Händler geführt und habe diversen Spaß eingekauft. Oh, ich hätte dieses Schwertchen noch verkaufen müssen. Nice. Machen wir denn beim nächsten Mal, wenn ich mit dem Händler rede? Ich muss ja gleich mit dem Schmied reden. So, ich habe auf jeden Fall meinen Leuten erstmal ein bisschen Zeug besorgt, wie zum Beispiel Gale noch eine Rüstung, die er tragen kann. Die ihn auf jeden Fall noch ein bisschen Boni bringt. Dann würde ich ihn gerne noch eigentlich noch magische Gegenstände kaufen, die er vermatschen kann. Das Problem ist bloß, das ist ja nicht so leicht zu ersehen, was man jetzt genau vermatschen kann und was nicht. Ja, ich habe noch dieses Schild hier. Da kann ja außer ihm nichts mehr sein. Dann haben wir für ihn noch einen Langbogen. Das ist auch hervorragend. Ich glaube, damit kann er, damit kann er noch eine Menge anfangen. Vor allem, weil der Bogen noch einen Effekt hat. Dann haben wir noch eine Rüstung für ihn. Also sieht ja richtig sportlich aus jetzt hier. Heimlichkeit. Aber wie die nächste Bibliothek? Ich weiß nicht, ob er noch Zeit hat für Bibliotheken. So, dann können wir jetzt eigentlich Karlach das ganze Zeug geben, ne, was ich noch verticken möchte. Und fertig gerade einen Dialog um nicht alle Sachen, ne? So, er hat noch seinen Kurzbogen. Dann müssen wir noch mal kurz zum Waffenhändler laufen. Und schauen, ob wir vielleicht noch irgendwas zu sich verkaufen können. So, die normale Lederrüstung, die ist 40 wert. Oh, gut. So. Judy, dann haben wir ja alles. Dann renne ich nochmal kurz runter zum Waffenhändler, ob der nochmal mit mir reden möchte. Ist jetzt hier die... We'll get to the city soon. I am not grumpy. Scowl on your face would frighten a troll. Olle Edel ist weg. Wer hat das denn gedacht? Oh, kann ich jetzt eigentlich Olle Dingsabus erzählen, dass die gute Edel sich als Dings herausstellt? So, hallo Damon. Thanks for fighting off those goblins. My selection is pretty slim. I had to leave most of my equipment in Eltura. So, er hat seine meisten Sachen in Eltura gelassen. Das ist ja wunderprächtig. So, Großschwert. Hat er noch irgendwas im Angebot, das mir irgendwie weiterhilft? Eine Handarmbrust. Ist eine Handarmbrust besser als eine normale Armbrust in manchen Situationen? Also kann man die schneller nutzen? Leichte Armbrust plus 1. Ich meine, wir haben halt noch Gold, ne? Und zwar nicht gerade wenig. Und es wäre eigentlich ziemlich dumm, das Gold nicht zu nutzen, was ich noch habe, um nicht noch besser zu werden. Leider verkauft hier niemand Umhänge. Ich brauche einen Umhanghändler und so am besten gestern. Und eigentlich bräuchte ich noch Wegwerfgegenstände, die ich Gale in die Hand drücken könnte. So, leist ein weniger Hiebschaden. So, das ist die Natur. Ach ne, das ist offen der Natur. Und heute den Träger angreifen, allein einer Träger wirken, tut sich einen leisenden Schaden. Achso, die andere Naturrüstung, die ich gesehen habe, die macht. Warte mal. Die andere Hände hat auch eine Naturrüstung, oder? Das ist jetzt 12 Rüstung, das Ding hat 15. Und. Ja, das Ding ist eigentlich besser, der Schuppenplan sagt plus 1, ne? Kostet der? 360, nicht gerade billig. Aber wir haben jetzt zum Glück noch ein bisschen Kleinkram, den ich oben drauf legen kann, um den Deal ein bisschen sweeter zu machen. Dann wird das bestimmt noch wesentlich besser hier. Ja, was haben wir hier noch? Ein Dolch plus 1. Der Dolchgriff ist glatt und leicht. Die Zackenklinge grausam scharf geschlitten. Schön. Ja, aber ansonsten haben wir erstmal nichts hier, wa? Naja, gut. Achso, dann hätte ich natürlich gleich die andere. So, vielen Dank dafür. So, kann ich jetzt die Rüstung des Eichvaters? Die kann ja auch. Ne, warte mal. Das ist nicht. Die kann Gale auch nicht fressen. Verdammt, Mann. Ich brauche Sachen, die er fressen kann. Was kann er nicht überhaupt noch fressen? Ja, warte mal. Nichts mehr? Oder ist es jetzt gerade... Zeigt es mir jetzt nicht mehr an, weil der Effekt jetzt vorbei ist. Bin ich jetzt blind? Anscheinend. Ist es mit dem... Es ist jetzt wieder egal, weil jetzt zeigt er mir aber keinen Gegenstand an, dass Gale die fressen kann. Hm. Naja, whatever. Hier, den hätten wir ja das alles geschafft. Dann können wir uns ja wieder auf die Reisen machen und gucken, was wir noch schaffen hier. Viel wird es nicht mehr sein. Aber hey, wir haben ein paar kleine Fortschritte erzählt und jetzt töten wir noch ein paar Gobbos. Aber noch nicht besser viel. Wir haben übrigens noch nichts bei Astarions Story rausgekriegt, ne? Das ist halt. Aber bei den anderen ist mal irgendwie random irgendwie noch schon was passiert, einfach nur, weil wir durch die Landschaft gelaufen sind. Aber hier hat noch gar nichts. Es fand ich auch keinen Teleportpunkt. Das Teehaus, das. Fürchte ich, werden wir. Was? Ich hab da was gesagt. Das Teehaus wird wahrscheinlich auch erstmal. Joink! Hä?
Ich weiß nicht, ob ich das halt nochmal machen kann, jetzt schon quasi, ob ich damit vielleicht auch nochmal eine Runde noch warten muss. Da unten ist die, das ist die Eulenbärhöhle, ne? Da war ich schon. Ja, dann gucken wir uns nochmal das von Cliff Dingsbums, wie auch immer der Typ eigentlich hieß, an. Der Typ, der hier... Von dem ich zumindest glaube, dass die Goblins den seine Schmiede gesucht haben, die ich ja letztes Mal schon recht erfolgreich durchsucht habe. Toter Tiefling? No time to waste. Habe ich mit dir eigentlich schon geredet, mit dem Tiefling? Anscheinend noch nicht. Wie habe ich denn das verpasst bisher? Okay. Vielleicht habe ich mit diesem Tiefling schon geredet. So. Hä? Achso, warte mal, ich war vorher im anderen Teil. Achso, ich war hier hinten in dem Dorf. Oh. Ah, wow, hier ist ein Wegpunkt. Ah, schön, dass wir den ganzen weiten Weg gelaufen sind. Aber die Goblins sind mir scheinbar immer noch nicht feindlich gesinnt. Ich weiß nicht, warum ich mir das noch antue, dieses Kleinzeug die ganze Zeit zu nehmen. Irgendjemand hätte schon gründlich... Oh! 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 Gnome schmeckt gut wie Bär. Ich weiß nicht, ob ich mich mit den Ogern anlegen möchte. Ein Onyx-Ring, kann der irgendwas? Ah, neuestes. Dieser Ring trägt einen Onyx und läuft spitz zu. Schön, aber gefährlich. Zack, wird angezogen. Was auch immer es bringt. Das ist halt die Frage, wenn ich jetzt die Extrakte, dass der Gesetz der 3? Wie die anderen rumjammern sind. Das Gesetz der 3. Oh, lesen. Was hat denn damit auf sich? In einer langartigen Anleitung wurde erklärt, dass Huskins, Siblings, Notizen und unverschlüsselten Arbeitstagebuch veröffentlicht, da ich nie zu breiter Bekanntheit veröffentlicht habe. Es beginnt. Achso, das war das Ding. Ja, ich erinnere mich wieder. Das können wir aufheben, zu den Waren hinzufügen. Und noch viel mehr. Apothekerhauptbuch. Was gibt's denn hier so Schönes zu erfahren? In diesem Buch stehen Hinweise zum Anbau und Pflege unterschiedlicher medizinischer Pflanzen. Ein Eintrag ist unterstrichen. Bringt die empfindlichen Pflanzen an besonders sonnigen Tagen in den Keller. Schützt sie vor neugierigem Blick. Ja, es gibt einen Keller und ein Gegengift. Ich sehe auch keinen Keller, aber ich bin mir sicher, wir finden ihn schon noch. Lazulit. Also richtig. Hey, Suspension aus Lazulit. Ich hätte nicht gedacht, dass das sowas ist, was man. Der Heiltrank? Achso, der steht hinter dem Schild. Der wurde auch übersehen. Trank des Schlafs. Wermut. Noch ein Apothekerschrank. Das hat hier sogar mal Fenster. Irgendwann mal. Ja, es gibt einen Keller. Naja, das ist wahrscheinlich nicht der Cliffstein. Oh, das Buch habe ich, glaube ich, gerade verkauft, oder? Von dem. Die Wunderfallerdienst? Lesen. In diesem Jahr 950 TZ kann es kaum eine wohlhabende und glückliche Stadt geben als Phandalin. Fadavers Pakt hat den Wohlstand in diesem Land gebracht, indem er die Wunder der Welt in Echo-Höhle zwischen Gnomen und Zwerge aufgeteilt hat. In der Stadt leben und arbeiten und florieren nun beide Seiten an Seite und in Harmonie. Wir haben zudem menschliche Zauberweber aus dem gesamten Norden in unsere Stadt gelockt, die mit den Verbündeten von Fadavers Pakt zusammenarbeiten. Bürgermeister Erlblatt lädt euch ein, diese Wunder mit eigenen Augen zu sehen. Seht, welche Mächte in der Schmiede der Zaubersprüche freigelegt werden und welcher Reichtum diese Mächte mit sich bringen. Fast will ich meinen, nie wird der sich bald einen neuen Rivalen den Titel Juwelen des Nordens zanken. Achso, das wird natürlich mitgenommen, dieses Buch. Ich sehe einen Spiegel. Not bad, all things considered. Exil der Feuerresistenz. Trank der Vitalität. Neutralisiert jedes Gift, heilt jede Krankheit. Oh. Das könnte nochmal nützlich werden, sag ich mal. Haushaltsgebiet. Latenda leuchtet, Lune geleitet, Kellenbohr richtet und weist in die Weiten. Ja, super. Kann ich das für Geld verkaufen? Oh, der Kessel ist noch an. Ich habe einen Kessel mitgenommen. Wie viel wiegt denn der? Er ist vor allem nichts wert, der wiegt 10. Wieso DMs auf Leute reagieren, die alles mitnehmen? Okay, angeblich gibt es hier einen Keller. Give it a try. Na gut, ich nehme an, der Eingang ist... Ja, wo könnte der denn sein? Achso, da unten gab es vielleicht mal den Keller. Oder vielleicht hier, hier. Ja, mit den Ogern möchte ich mir ja echt nicht anlegen. Na gut, dann... Attentätern wäre erstmal die Bande hier. Was war das da hinten? Achso, das war der... Das war der dünne Grottenschrat. Dünne Grottenschrat? Dunnergrottenschrott, der schläft. Naja, das kann er ja tun. Töten wir erstmal die Gobos, die hier doof rumstehen. An den passen auf dem Dach.
Wie komme ich denn aufs... Ach, hier. Warte, Moment, da müssen wir mal kurz mal die Gruppe trennen. Astarion bleibt mal unten. Und der Rest geht auch oben hoch. Careful, I'm behind. Time for discretion. So, das sollte ja nicht gut laufen, oder? Wenn ich hier mit einem sicheren Attentat die Leute umhaue. Kann ja eigentlich nichts schief gehen, oder? So, Goblin-Bohack. Da hinten ist ja, sind ja noch mehr Gobos. Naja, das wird ja sehr interessant hier. Naja, dann alle mal einmal schleichen, bitte. Astarion eröffnet mit einem... mit einem kleinen Waffenschlag. Oh, wow. Ich bin nicht mehr im Kampf dadurch. Doch, ich bin im Kampf. Fehlschlag. Cool. Das hat ja super funktioniert. Spalten. Zwei Gegner gleichzeitig Schaden zu fügen. Das klingt gut. Rücksichtsloser Angriff. Naja, super. Könnte ich irgendwie mit dem Knaufschlag töten? Oh ja, das ist ein Spund. Ja, den könnt ihr schärfen. Der hat uns so fehlgeschlagen. Knaufschlag. Irgendwie schade aber auch. Fällt ihr euch in meiner Stadt rum? Würdet ihr sterben oder was? Würdet ihr tot sein? Was? Hört ab! Das ist noch ein Goblin-Burak. Na gut, der muss ja mal runterklettern, das kann eine Weile dauern. Was denn hier eigentlich mit Astarion? Der kann auch hier erstmal so einen Magier rausnehmen. So. Okay, ich weiß nicht, ob das jetzt so ein bisschen buggy ist. Aber das macht es hier alles wesentlich einfacher, dass Ola Astarion einfach einen am anderen umhauen kann. So, was ist denn hier eigentlich in diesem Zug los? Hat irgendjemand Schaden genommen? Bis jetzt noch nicht, so wie es aussieht, oder? Sehr gut. Ach, die beiden sind dran. Ja, mein Glaube will mich beschützen. Bedingungslos verdoppelt. Ja, wir schießen einfach. Fehlschlag. So, kann er heranrennen? Schwieriges Gelände. Kann er schießen? Er kann aus irgendwelchen Gründen nicht schießen. Warum kann er nicht schießen eigentlich? Ach so, weil er seine Kampfaktion die inzwischen hatte. So, sie ist wieder dran. Sie kommt nicht bis ran, das ist ja elendig. Ja, dann nehmen wir halt die Armbrust. Oh, ist das denn noch? Durchbohrender Schuss? Ja, der macht Bluten. Na, no. Jetzt kommt der Goblin-Bojack tatsächlich nochmal dran. Das ist ja ein Elend. Ja, die Story ist vom Goblin zu verheißen Blechtieren. Aber warte mal. Astarion kann ja nochmal hochrennen und sich rumschleichen. Und fuck, jetzt ist er doch im Kampf. Ich hätte schleichen sollen mit ihm, anstatt einfach loszurennen, ne? Alright, Karlak, it's go time. Aha. Okay, das ist ein bisschen anstrengend mit diesem Gobbo, dass er mal vor und zurück rennt. Was war das denn? Ist das hier fett? Ah, es ist fett. Scheint so eher der Support-Magier zu sein, der Typ. Oder was passiert, wenn ich aus dem Fett rausdrehe? Kann ich dann besser schießen? Okay, besser schießen. Kritischer Fehlschlag! Na toll. One can't always be a gentleman. Okay, wir kommen. Bis ran. A spell a day. Yay. Kein Schaden genommen, ich musste nicht zaubern. Hervorragend. Selten besser gelaufen, das Ganze. Okay, ne? Ja gut, das ist ein bisschen geschummelt, war das auch wegen der Astarion-Geschichte, wo ich dann halt einfach... Hey, er ist gefallen anscheinend, aber liegend bewusstlos, wie auch immer er runtergefallen ist. Aber das spielt jetzt zum Glück keine Rolle. Weil er hat jetzt ja den Athletik-Bonus und kommt jetzt gleich da hoch. Warte mal, doch. Wie hat denn Karlach jetzt eigentlich Schaden genommen? Oh, da hinten sind noch Waffen, die ich irgendwie übersehen habe. Was ist der Unterschied zwischen Fehlschlag und kritischer Fehlschlag? Bei Fernkampfattacken kann ich mir nicht vorstellen, dass es irgendwie einen Unterschied macht. Pfeile. Ich weiß, ich nutze meine magischen Pfeile immer noch nicht so viel. Schlichter Schlüssel, den ein Goblin im Mondhafen bei sich hatte. In den Ecken und Winkeln des hartnäckig Mond. Kick an, kick an. Yeah?
Dann können wir wahrscheinlich diese Tür hier öffnen, oder? Keine Ahnung. Zerstörtes Dorf. Wir wissen ja, wie das Mondhafen heißt. Aber hier unten war ja das... ich mich hier letztes Mal quasi durchgequatscht habe mit meinen athletischen Fähigkeiten. Hatte ich nicht irgendwo was zu essen bei, was Lebenspunkte heilt? Ich habe anscheinend letztes Mal ein Kurzschwert übersehen. Ja, für mich. Schmiedeblasewerk? Nee. Nachforschung fehlgeschlagen, oder dann können wir vielleicht mal jemanden hinstellen, der ein bisschen in der Nachforschung besser ist. Echt jetzt? Let's try this way. Hm. Intriguing. Das ist in der Tat sehr faszinierend. Okay, kann ich da nicht einfach durchlaufen? Okay, kann nur Gelder mit dem Mist? Geborstene Wand, achso. Immun gegen Hiebschaden. Karlach? Oh. Ich hätte nicht erwartet, dass ich die Wand mit einer Armbrust kaputt schieße. Ah, das ist auch okay. Denke ich mal. Ach, das ist sogar Physik. Flüsternde Tiefen. Wir könnten über das Spinnennetz laufen. Will ich das jetzt wirklich? Moment. Bevor wir das alles machen, bringe ich diesen Waldschrat um. Weil ich kann. Ah, cool. Wir haben eine Geheimhöhle gefunden. Reisesack, sag mal. Ich hatte doch vorhin irgendwas zu essen bei, was man was geheilt hat. Das ist alles, was ich an Essen habe? Wo ist das ganze Fresse hin? Habe ich aus Versehen meinen Essenssack verkauft anstatt den anderen? Ah ne, Karlach hat einfach das ganze Essen bei. Wo ist denn jetzt diese Suppe hin? Hm. Tja, wenn ich jetzt noch wüsste, wer diese Suppe hat. Da ist er. Heilt. Ja, die kann Karlach mal nehmen. Das, ess doch mal die gute Suppe. Ich schon, wenn ich sehe. Verdammt, da ist er. Grütze. Verzehren. Haha. Voll geil. Ich will nur gesagt haben, dass der Kräfer ein Krieg gewesen wäre, wenn er getroffen hätte. Ach, das war jetzt mit kritischen Fischstress. Kann natürlich auch sein. How delicious. So, dann nochmal alle in Schleichmodus. Wir müssen einen schlafenden Schrat töten. Ich weiß noch nicht, warum mir das wichtig ist. Hier hinten sind noch viel mehr Hütten. Das ist ja schrecklich hier. Mondhafen ist ein wahrlich großer Ort. Ist die Punkt jetzt nicht erreichbar? Ja, da wird ja hoffentlich dann mal tot sein, oder? Oh, ein Bronzering. Wie viele Waffen hat? Achso, das ist ein... irgendjemand schreit da draußen. Yes, let's. Verblichene Blaupausen. Achso, hier ist von diesem... jetzt bräuchten wir bloß noch einen Schmied, der das auch umsetzen kann. Aber ich glaube, ich habe die anderen... Von Cliff war es auch wie immer der Typ eigentlich hier. Nee, oder man kann die nicht verkaufen, oder? Liebevolle Nachricht, Herren der Nacht und Euer, können die für irgendein Schaf fordern sollen. Habe ich das schon gelesen? Es war immer eine schöne Frau. Männer und Frauen gleichermaßen kamen aus weiter Ferne, um ihre Hand zu gewinnen. Doch niemand gelang es, ihr Herz zu erobern. Ihre Mutter verzweifelte, denn ihr größter Wunsch war es, dass ihre Tochter Liebe und Glück fände. Und dann starb ihre Mutter. Die Frau weinte und weinte. Kein Verehrer kam mehr zu ihr. Keine Freunde schrieben ihr. Und sie weinte und weinte. Armes Kind, flüstert die Schar ihr ins Ohr. Sie wollen dich nur um deine Schönheit willen, deines Charmes, deiner Anmut. Nur all dies durch die, nun, da all dies durch Trauer ersetzt wurde, schert sich niemand mehr um dich. Nur ich. Die Frau sprach mit Schar und Schar hörte zu. Sie betete zu Schar und Schar antwortete. Zum ersten Mal in ihrem Leben hatte die Frau einen wahren Freund. Und dann bat Schar, sie eine Fiole zu nehmen. Eine kleine Fiole, eine harmlose, unschuldige Fiole. Sie ging mit der Fiole zu einem Mann. Der Mann füllte sie mit einer Flüssigkeit und sagte ihr, sie soll in einen Brunnen schütten. Die Frau tat es. So, sie wollte, dass Schar sie liebte, stolz auf sie ist. Und dann waren Leute krank, starben. Doch Schar liebte sie und die Frau liebte Schar. Nun kommen Männer und Frauen gleichermaßen aus weiter Ferne, um sie zu sehen. Nicht, weil sie so schön ist, nicht, weil sie charmant ist, sondern weil sie eine hohe Priesterin Schars ist. Und ihr Wort ist Gesetz. Ah ja. Nett. Ne, ich wollte die vielleicht erstmal angucken. Verblichene Braufrau. Achso, ich kann sie nicht angucken. Na gut, dann.
Rauchende Pfeife. Warum haben wir diese Pfeife noch raucht? Ich sehe gerade, meine ganze Gurkentruppe ist noch am Schleichen. Ich könnte ruhig mal aufhören. Warte mal, was flappt denn hier gerade so? Da muss auf jeden Fall ein Lager. Okay, es flappt eventuell nichts, sondern was anderes. Okay, wir machen jetzt diese Tür auf und ich hoffe nicht, sterbe ich nicht gleich komplett. Oder vielleicht sollte Karl noch die Tür öffnen. You approach, a guttural scream and a succession of quick bangs rattle the door. Then, a low moan. Someone or something is having a bit of fun. Oh, wir hören ein leises Stöhnen. Jemand hat Spaß. Es ist ein Bär. Wir sind mal freundlich. Go away! Ist anscheinend sehr. Oh, ein Dolch plus 1. Der ist gekauft. A feast fit for an ogre. You notice a peculiar dagger protruding from the tough leathery meat. Oh, aus dem Fleisch guckt ein interessanter Dolch. Stärke den Dolch im Griff packen, mit aller Kraft rausziehen. Das Fleisch untersuchen. Vielleicht gibt es einen Trick. Nee, Stärke. Das sollte ja. Oh, ich sehe die Hügel Riesenstärke. Nee, das brauchen wir wahrscheinlich hier. Oh, doch, das könnte. Also. Yay! Was ist das für ein Fleisch, wo ich noch extra den Dolch rausziehen muss? Meine gerade Karlach so der. Yank the dagger free, leaving a narrow slit behind. Wie auch immer so ein Dolch so tief drin sein kann. Ha! Huh. Yay, wir haben ein Dolch plus 1. Gehen wir einen Dolch plus 1. Waffenverzauberung. Das ist wahrscheinlich was für das Tarion, aber der Rapier macht, glaube ich, einfach mehr Schaden, oder? 1d4 plus 5 Stichschaden. Ja, der Rapier ist einfach besser. Hm. Grillfleisch. Mystery meat. Tough as boar hide. Only the sharpest teeth could pierce it. Oh. Es ist mysteriöses Fleisch und es ist sehr hart. Na super. Wessen Lager auch immer wir hier gerade untersucht haben. Let's hope for gold. What next? Open up. Oh. Well, hello. Okay, das Ding ist noch leer. So, will ich jetzt dieses. Will ich. Warte was? Oh ja, weiteres verfaultes Obst. Ja, ich glaube, das spare ich mir jetzt langsam mal irgendwie das Nichtzeug. Warte, ich kann von hinten rumschleichen, oder? Nee. Oh, hier ist noch eine vergrabene Holzkiste mit einem Malachit drin. Oh, I could go for a good meal. Got it. Haben wir jetzt eigentlich mittlerweile mal endlich mal alle Gobbos getötet? Da oben sind ja noch mehr Gobbos. Und ein Walk. Oh. Round and round and round. Die freuen sich über das Dings. Andächtige Goblins. Dieser Goblin-Boss. Achso, da ist ein Mann. Oh. Oh. Barkus Wut. Okay, den sollten wir vielleicht mal befreien, aber. Weiß nicht, beim nächsten Mal? Vielleicht kann ich auch reden mit den Leuten. Ich versuche mal mit reden, aber wahrscheinlich wird das hier ein schöner Cliffhanger. So, guten Tag, Herr Fizier. Look what we got here. Another little birdie wanting to fly. Stop this thing! Flap those wings some more, and I'll feed you a worm. And you. Hope you got a stomach for heights. Also er meint, aha, eine weitere Person, die wir in die Windmühle packen können. Das freut mich ja schön, dich zu sehen. Was mit dir hast? Möchtest du auch Flügel entwickeln? Was soll denn macht ihr da? What's it bloody look like? We're teaching this here pipsqueak to fly. Ah ja, er bringt ihnen das Fliegen bei. Warum? Cause it makes me laugh. Er tut's, weil es lustig ist.
Sieht tatsächlich lustig aus. Goblins an. Quick! Get him! So. Okay, das glaube ich wird ein sehr kurzer Einsatz meinerseits. Starion ist der Erste, der dran ist. Warte mal, er kann schlafen, ne? Die Goblins haben alle relativ wenig Lebenspunkte. Das heißt, ich kann wahrscheinlich erstmal die Hälfte. Warte mal. Der Grundsprung, der. Ja, viel besser wird's, glaube ich, nicht. Der kann das ja nur in der Stufe 1. Ich kann aber auf jeden Fall erstmal die Hälfte der Gobbos rausnehmen, was, glaube ich, ganz geil ist. Oh, das hat guten Schaden gemacht. So, Kardach ist dran. Ich glaube, wenn es einen guten Augenblick gibt, Berserk zu gehen, dann jetzt. So, und Angriff. Der hat hinter sich. Wir können ihn sogar nochmal zum Geister wecken. Ich weiß nicht, ob er wirklich mit uns reden möchte. So, Schattenherz. Kann ich mal nach oben rennen. Schön, dass wir uns jetzt wieder im AOE-Gebiet hier stehen. So. Monsterfälle. Ah ja, sehr gut. Die Walks sind doch ganz schön mächtig. An dich, der Goblin? Segner? Na gut, das bringt nichts. Konzentration siegen? Achso, die sind für die Absolute. Nein, er hat seine Leute getreten. Warum tut er denn sowas? Das finde ich ja sehr ärgerlich. Aber sie stehen immer. Aber glaube ich ganz gut nebeneinander. Dann hauen den Säurefall. Wenn ich jetzt aber das Drehding sie machen, dann kommt halt Karlach nicht ran, ne? Ach nein, was soll's machen? Sagen wir mal hier so, vielleicht. Nein, hat's direkt entschärft. Wie schön. Ja, denn. Könnt ihr noch hinrennen, wo halt nichts gut steht? Ich mag das ja nicht, dass meine Charaktere so nah beieinander stehen. So, hier steht, glaube ich, ganz gut. Und jetzt kommen die Walks dran. Oh. Die gibt's ja auch noch. Na, das ist ja ein Elend. So, Astarion kann sich. Anscheinend kann er es nicht. Wir sind trotzdem im Vorteil gegenüber dem Berg. Okay, weil er aus irgendwelchen Gründen bedroht ist. Das ist okay. So, er kann das hier. Zerfleischen ist, glaube ich, ziemlich egal, oder? Der hat es hinter sich. Dann rennen wir da hin. Jetzt wäre natürlich gut, wenn ich mit Schattenherz da wäre, weil die kann halt Wächter und kann verhindern, dass Dinge passieren. Der Walk hat es beinahe hinter sich. So, der ist down. Jetzt kann ich leider meinen Monstertöter-Dings nicht mehr benutzen. Ja, ob ich das Ding jetzt wirklich beschwören möchte, die rituelle Waffe. Wie lange machst du noch? 3 Minuten. Macht ihr ja noch mehr Segen. Ich meine, ich finde das voll gut, dass ihr mal irgendwelchen Segen zaubert. Das ist ein Ort, wo man sein kann. So, Gale ist übrigens fast tot. Ich glaube, auf den Schock können wir erstmal einen Heiltrank trinken. Den Gobbo-Bogenschützen, den kriegen wir wahrscheinlich eher nicht getroffen. Wir können versuchen, den aufzunehmen. Fangen wir mit der Armbrust besser. Der Spurenleser könnte eventuell One-Shot sein, der kommt noch dran, oder? Der Spurenleser ist in der Tat One-Shot, das ist nice. Dann können wir uns mal ein bisschen trennen. So, dann muss das Tarion wahrscheinlich tatsächlich mal schießen. 60%. Oh, 65% bei dem andächtigen Goblin. Oh, weniger. Kritischer Fehlschlag, so ein Edel aber auch. Das ist ja noch einer. Fuck, der ist wieder aufgewacht. Ja. Der rennen wir ganz nah ran, weil der hat negative Trefferwahrscheinlichkeit. Ja, gut, dann müssen wir den jetzt leider mit Karlach umhauen. Oh, komm mal bis da ran. Nee. Dann rennen wir trotzdem so nah ran, wie es geht. Damit er nicht weg kann.
can't give up. Ich hätte springen sollen mit ihr, glaube ich, wäre gut gewesen. Rennen wir erstmal einen Meter. Fernkampfangriff auf diesen Goblin. Schon wieder Fehlschlag. So, will er noch hin? Aha, Rettung zur heilige Flamme. Und springen. Ja, der ist echt nervig, der Typ, der die ganze Zeit wegrennt. Warte mal. Das Zauber wiederherstellen, was Gale kann. Braucht eine Arcana-Erholungsladung. Die. Okay, die kommen nur mit langer Rast. Ich habe nämlich gerade überlegt, zaubern, einfach nur, weil ich sowieso eine Rast danach mache. Feuer? Feuer 65%. Machen wir Feuer. Ernsthaft? With haste. Das ist natürlich irgendwie beruhigend, dass die auch nicht treffen. Ah ne, oder nicht raffinierte Aktion Sport, sondern nur springen. Wow. Naja, whatever. So, und jetzt Nahkampf. War jetzt auch nicht so unfassbar effektiv. So, kann Karlach da runterspringen, um Damage zu nehmen? Kann sie. Na denn? Zerfleischen? Brauche eh eine kurze Last, wir machen ja eh eine kurze Last danach. Das hat fast gereicht. Hat leider einen Rettungswurf zerfleischen gekriegt. Naja, so ein Elend aber auch. Ist das besser, wenn ich näher ranrenne? Nicht wirklich. Das braucht ein Zauber. Haben wir noch welches Cantrip-Zeug? Hier könnte ich hier Macht. Ja, nee, das kann ich auch noch einmal machen, ne? Hä? Achso, Sachen, die Aktionstour. Ja, machen wir mal, versuchen wir so unsere heiligen. Das ist ja noch weniger Wahrscheinlichkeit. So schön, dass die ganze Magierung mal weniger Chancen hat, als einfach mit dem Bogen zu schießen. Gut, dass Karl auch der heiligen Flamme so gut widerstehen kann. So. So. 65% Wahrscheinlichkeit. Gut. Das reicht. Ja, im Nahkampf wird das nämlich nichts mit den Fernklingen hier. Okay, ich treffe auch nicht. Okay, das ist nicht funktioniert. My happy place. Ja, gut. Er hat ja auch nichts beerbt. Ist das ja nicht noch Kampfesrausch beenden? Ja, bringt mir nur so ein bisschen Kampfesrausch zu beenden. Ich hätte aber springen können, glaube ich. Das wäre schneller gegangen, als das, was ich gerade gemacht habe. Ich kann nämlich nicht mehr springen. Naja, gut, dann können wir aber wahrscheinlich das Elend hier trotzdem beenden, oder? Wir kommen ja nicht mal wieder ran. Das ist Elend hier. 60%. Alter. Let me recite their demise. Ich glaube, ich hätte den Feuerzauber nutzen sollen, oder? Jetzt kommt er echt nochmal dran. Jetzt macht der Schatz echt Schaden noch. Endlich. Junge, 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 Junge. Das war. Dafür, dass die alle unterlevelig waren, war das relativ anstrengend. Das ist natürlich interessant, dass ich den einen Gobo oder Verserk. Dass ich alle Verserk. Schlagendes Schaf. Was hat denn das für eine Schlaf? Schaf? Ach, Fleisch. Dass ich den Verserk nochmal rausrufen kann. Ich weiß nicht, ob der noch was bei hat. Na gut, dann machen wir hier noch eine kleine Rast bei der Gelegenheit und heilen wieder alle voll. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir die Mühle anhalten und weiterspielen dieses Spiel. Macht's gut, bis dann, ich wünsche euch was. Habt noch einen schönen Tag.